Name ist Heinrich Duggener. Ich bin geboren am 1. August 1924 in Cambrai, Nordfrankreich. Ich bin aber nicht mit der französischen Sprache aufgewachsen. Ich bin kaum ein Jahr alt gewesen, sind meine Eltern zurück in die Schweiz, weil meine Mutter ist gesundheitlich nicht gut dran gewesen. 1931, am 2. November, ist meine liebliche Mutter gestorben. Ich war gerade in der Hälfte der damaligen ersten Primarschule gewesen. Und das Gescheiteste, was mein Vater machen konnte, war, dass er 1933 wieder eine Frau geheiratet hat, die eigentlich, wenn ich zurückblicke, sage, meine richtige Mutter ist. Ich habe meine Schulen in Zürich und Umgebung gemacht. Bin am Schluss, weil ich halbwegs so Durchschnitt alle 2,5 bis 3 Jahre haben den Wohnort wechseln und die Schule wechseln, bin ich so ein Flickenteppich geworden in Sachen Schulbildung. Und am Schluss hat dann meine zweite Mutter gefunden, das Gescheiteste wäre, ich ging in ein Seminar, da hätte ich wenigstens einen Beruf und kann immer noch machen, was ich will. Das ist auch so zustande gekommen. Ich habe an diversen Orten Schule gehalten und Stellvertretungen gehabt. Und habe dann meine erste feste Stelle zwischen 1948 und 1950 an der kinderpsychiatrischen Beobachtungsstation Brüsch-Halde in Männendorf gehabt. Ich muss dann nebenbei auch sagen, dort haben sie dann meine Frau kennengelernt. Und von dort her habe ich dann beschlossen, ich studiere. Ich habe zuerst gemeint, das sei Psychologie, bis ich entdeckt habe, ich eigne mich nicht als Psychologe. Und dann habe ich beschlossen, ich nehme sicher als Hauptfach mal Pädagogik. Und im ersten Nebenfach habe ich gefunden, es täte mir gut, etwas ganz anderes zu machen. Dann bin ich zum René König in Soziologie. Ich habe dann, ziemlich bald nachdem ich angefangen habe zu studieren, hat mich die Schule, das Seminar, wo ich war, wieder geholt. Zunächst für einzelne Stunden. Und nachher hat man einen Abteilungsleiter ersetzen und dann bin ich dort zum Abteilungsleiter gewählt worden. Haben also eigentlich die Oberseminarabteilung, wie man dort mal gesagt hat, von dem Seminar müssen leiten. Während der Sparphase vom Studium, ich habe schon den Dienst geschafft, habe ich auch geheiratet. Das war 1954 und Heimer müssen mit der Sache leben. Ja, der Duggener wird ein ewiger Student. Und ich habe immer gesagt, wenn ich bis 35 nicht meinen Doktor habe, dann ist es unrund gelaufen. Das ist mir genau gut so geraten. Kurz vorher habe ich mein Doktorat gemacht und bin dann weiter an dieser Schule gewesen, bis 1964. Dort habe ich gemerkt, es ist nicht gut, wenn ich an dieser Schule 65 muss werden muss. Und habe dann gewechselt. Und auf ein Inserat her, wo sie einen Pädagog gesucht haben, an der Schule für soziale Arbeit, wie es hier noch geheißen hat in Zürich, bin ich dort als Pädagog hergekommen und bin in der Abteilung B für Heimerziehung und Heimerzieherausbildung in eine total neue Situation gestellt worden. Aber konnte das sehr gut mit meiner eigenen Pädagogik vereinigen, sodass ich also dort sehr viel gelernt habe und auch interessante Kollegen und Kolleginnen vor allem getroffen habe. Ich möchte nicht unterlassen, auch darauf hinzuweisen, in Konfliktsituationen ist mir eins vor allem bewusst geworden, dass in dieser Schule, wo doch das Übergewicht bei weiblichen Kadermitarbeitern waren, dass die Spannungen und Konflikte ganz anders verarbeitet als wir Männer. Ich habe das vor allem an meiner direkten Chefin gemerkt, an die ich eine hervorragende Erinnerung habe.
Aber die hat dann manchmal plötzlich nicht mehr schlafen und hat mir dann am anderen Morgen anderthalb Seiten Schreibmaschine geschickt, wo sie alles aufgeschrieben hat, was sie jetzt aufgrund von dieser Diskussion gedacht haben. Das war eine ganz neue Form von Konflikt oder Abarbeitung von Dingen, die ich aber sehr genossen habe. An dieser Schule sind im Laufe der, und vor allem in dieser Abteilung, wo ich war, sind im Laufe der Jahre fast von einem Jahrgang zum anderen fast überfallartig, sind ganz viele Männer hineingekommen. Das war spannend, weil die Männer haben eine ganz andere Grunderwartung hatten als die Frauen, die wir hatten. Und zwar die Männer sind alle gekommen, von denen hat man erwartet, dass sie alle eine qualifizierte Berufsausbildung mitbringen. Also mindestens 4 Jahre Berufsbildung und so weiter und so fort. Und die sind an die Schule gekommen und in das Arbeitsgebiet eingestiegen, in der Meinung, sie machen dort eine Karriere. Währenddem, wir hatten auch Frauen, die so gedacht haben, aber bei der Frau ist doch immer, ich würde mal sagen, in einer Mischung von Erwartung oder von Dingen drin gestanden, irgendwann einmal werde ich vielleicht auch heiraten. Aber das hat eine interessante Spannung gegeben, weil die Männer haben ganz eine andere Dynamik hineingebracht. Und die Dynamik ist dann vor allem deutlich zum Ausdruck gekommen, wo gegen im Zug der Entwicklungen um 68 herum und vor allem so die sind die allgemein nicht repressive Erziehung ist wichtig geworden und auf der anderen Seite auch ist Gruppendynamik in Diskussion gekommen. Das sind also spannende Sitzungen und Gespräche gewesen, mit den jungen Leuten und auch innerhalb vom vom Schulkörper mit den Kollegen. Ich habe, bevor ich an die Schule für Sozialarbeit kam, bin ich das Wort Professionalisieren gar nicht kennt. Und habe dann mich sofort, weil ich soziologisch ein bisschen vorbelastet war, mich an die Sache hergemacht und habe mich angefangen hineinzulesen in die Professionalisierungsdebatte von der damaligen Zeit. Das muss ich immer daran denken. Das war gegen Mitte 60er Jahre erst. Von dort her habe ich dann manchmal eher zurückhaltend beobachtend die Position eingenommen. Nicht etwa, weil ich das Gefühl hatte, ich komme da nicht nach und so weiter. Aber über viele Themata bin ich manchmal nicht sicher gewesen, wie stark ist das jetzt so lebenswichtig oder auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, für die ist es wichtig, weil ich habe dort schon gemerkt, man hat mich als ausgebildeter Volksschullehrer wahrscheinlich professionell im Professionsstatus höher eingeschätzt, als man sich selber gefühlt hat. Dort hat vor allem dann bei meinen Kolleginnen vor allem, wo ein grosser Teil von ihnen mehrere Monate oder längere Zeit in Amerika gewesen sind, die sind so mit einer Offenbarungs Erfahrung von Amerika zurückgekommen und die haben das Wort von der Professionalisierung jederzeit und gerne als Programmpunkt im Gespräch gehabt. Und ich habe an diesen Gesprächen unheimlich viel gelernt, bis ich gemerkt habe, offenbar gilt ich schon als zumindest semi-professionalisiert. So gegen Ende 60er Jahre habe ich mal meinen Doktorvater bei einer Tagung getroffen. Und dann hat er zu mir gesagt, ob ich nach, wenn die Sitzung vorbei sei, ob ich mit ihm ein Bier trinken könnte. Als wir angeschlossen haben, hat er gesagt, Herr Duggener, wissen Sie auch, dass ich schon lange auf Ihre Habilitationsschrift warte. Ich war ganz leicht ein bisschen irritiert und gesagt, ich wollte mir das überlegen. So habe ich dann angefangen. Von dort her möchte ich eigentlich sagen, ich bin eine Art eingefärbter Sozialpädagoge. Aber das ist mir natürlich auch in der Auseinandersetzung in der Zeit, als ich an der Schule für Sozialarbeit war, habe ich mich als Pädagoge mit der Sozialarbeit, ihrer Geschichte und ihrem damaligen Stadium auseinandersetzen. Das war sehr stark bedingt durch den Einfluss von Amerika,
da hat man weitgehend amerikanische Arbeitsbegriffe gehabt, wie Casework und Groupwork und so weiter und so fort. Das war eine echte Herausforderung. Und von dort her ist dann auch mein Thema von der Habilitationsschrift entstanden. Ich habe gesagt, ich wollte als Pädagoge mal mich in das Zeug hineinlesen, um zu schauen, was liegt eigentlich noch dahinter. Weil man hat auf der Ebene immer nur methodologisch, methodentechnisch gedacht. Mich von meiner Ausbildung her an der Uni, wo ich ausgesprochen geisteswissenschaftliche Pädagogik in mich aufgenommen habe, habe ich mich fragen, was sind denn eigentlich die Hintergründe von dem? 1971 bin ich habilitiert worden und habe aber schon immer durchblicken lassen, also Privatdozent bleibe ich nicht. Und dann hat es das Glück gewählt, dass mein Doktorvater gefunden hat, er könnte sowieso noch eine Verstärkung brauchen. Und dann bin ich 72, bin ich dann Extraordinarius geworden und habe das können weiterentwickeln. Und dort habe ich dann können, sozusagen, dank der Grosszügigkeit von meinen Kollegen und vor allem auch von der Exekutivfraktion, sozusagen meinen Lehrbereich selber aufbauen und akzentuieren, hat mir niemand darin geredet. Und das habe ich außerordentlich genossen. Und habe dann sofort gedacht, also mein Forschungsfeld ist eigentlich das, wo ich an der Schule für Sozialarbeit hineingekommen bin. Dort musste ich mich ausgiebig mit der Ausbildung von Heimerzieher und Heimleuten befassen. Und bin durch das auch sehr viel Heim aller Gattungen in der ganzen deutschen Schweiz und welschen Schweiz hineingekommen. Und haben den Eindruck gehabt, also, wenn man schon so viel über die Schule und über Schulforschen, wieso soll man nicht auch über Heimerziehungen mal eine Forschung machen? Mir war wichtig, ohne dass ich das je sprachlich formuliert hätte, mir war wichtig, an dem Pädagogischen Institut, habe ich immer gesagt, wir können uns nicht leisten, über Pädagogik so weiterzugeben, wie Mathematik weitergegeben wird, sondern wir müssen es in Kauf nehmen, dass Studenten sich allenfalls an uns reiben. Oder sogar stöhnen. Oder dass wir den Studenten sagen, hören Sie nicht so, aber so. Haben wir gesagt, wir können es nicht leisten, einfach sozusagen pädagogisch so eine Art aus der Frischhaltepackung rauszunehmen und dann anderen sagen, das ist es. Sondern wir müssen in gewisser Hinsicht in dem Sinne eine Mischung von Lehrer und echter Erzieherhaltung sein, ohne überhaupt noch ein Wort darüber zu verlieren. Also dadurch habe ich immer wichtig angeschaut, so das Gespräch mit der Studentengruppe oder das Gespräch mit Einzelnen. Ich habe relativ viel Zeit für Sprechstunden investiert. Mein Doktorvater, als wir ein kleines Thema waren, der hat die Studenten immer eingeladen, am Schluss zu sich heim. Das haben wir außerordentlich geschätzt. Es ist auch dort manchmal etwas länger gegangen als nötig, aber es war immer schön. Und als wir dann so viel waren, habe ich gesehen, das kann ich nicht mehr. Ich hatte auch nicht den Ding gehabt. Aber dann habe ich immer nach jedem Semester habe ich sämtliche Assistenten und alle Mentoren sind bei mir daheim gewesen. Und das hat irgendwie eine andere Ebene vom Kontakt und von der Beziehung gegeben. Viel später habe ich immer unter dem Decknamen Tour de Pestalozzo eine Velotour gemacht. Immer im Sommersemester. Und die hatten immer das Gefühl, die kommen da. Sie sind nicht alle gekommen,
Viele haben sich entschuldigt, sie können nicht, sie arbeiten an einem und so weiter. Aber es war immer glatt. Man war in anderen Situationen. Und hat auch dazu geführt, dass man die Studenten nochmals aus einer anderen Perspektive heraus kennengelernt hat. Und das für mich, ich habe das immer sehr gerne gemacht. Wir sind dann auch, meistens haben wir eine Tour so gewählt, dass wir irgendwann einmal an Orten vorbeikommen sind, die mit dem Pestalozzi im Zusammenhang waren. Man lobt sich vielleicht am falschen Ort. Aber ich würde sagen, was ich dank der Elastizität von meiner Frau und von meinen Arbeitgeber, dass ich auch können, neben dem Beruf studieren, nachher mit dem Studium etwas anfangen, wieder einen Beruf zu haben und umstellen auf das andere. Vom Unterrichtspädagog in die Sozialpädagogik, die Sozialarbeit hinein, das sind nicht nur einfach organisatorische, sondern ausgebrochen kognitive Herausforderungen gewesen, die ich so mit einer gewissen sportlichen Freude eigentlich gemacht habe.